Modelltest 13 Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit der Service-Hotline der Reparaturwerkstatt von Holzleitner Elektrogeräte verbunden. Bitte legen Sie nicht auf. Der nächste freie Mitarbeiter wird Ihren Anruf entgegennehmen. Unser TÜV-geprüfter Kundendienst kommt innerhalb von 48 Stunden zu Ihnen. Fast alle Elektrogeräte reparieren wir direkt bei Ihnen. Wir machen den Werkskundendienst für AEG, Electrolux, Bosch, Siemens, Bauknecht und Miele. Über 20.000 Ersatzteile, ständig verfügbar. Sie sind mit der Service-Hotline. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit der Service-Hotline der Reparaturwerkstatt von Holzleitner Elektrogeräte verbunden. Bitte legen Sie nicht auf. Der nächste freie Mitarbeiter wird Ihren Anruf entgegennehmen. Unser TÜV-geprüfter Kundendienst kommt innerhalb von 48 Stunden zu Ihnen. Fast alle Elektrogeräte reparieren wir direkt bei Ihnen. Wir machen den Werkskundendienst für AEG, Electrolux, Bosch, Siemens, Bauknecht und Miele. Über 20.000 Ersatzteile, ständig verfügbar. Sie sind mit der Service-Hotline. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Bevor unsere monatliche Diskussionsrunde »Was kommt nach der Schule?« dem Ende zugeht, noch ein Tipp für junge Leute, die eine spannende Aufgabe suchen und etwas Sinnvolles tun wollen, ehe sie sich ihrer Ausbildung widmen. Der Malteser Freiwilligendienst sucht engagierte Menschen für das freiwillige soziale Jahr. Interessierte können sich jetzt bewerben und zu ihrem Wunschtermin starten. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören Familienpflege, Schulbetreuung, Jugendarbeit, Altenhilfe, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Meldungen werden unter der E-Mail-Adresse freiwillig@malteser.org entgegengenommen. Auch telefonisch unter 004930 8865 6221. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Bevor unsere monatliche Diskussionsrunde »Was kommt nach der Schule?« dem Ende zugeht, noch ein Tipp für junge Leute, die eine spannende Aufgabe suchen und etwas Sinnvolles tun wollen, ehe sie sich ihrer Ausbildung widmen. Der Malteser Freiwilligendienst sucht engagierte Menschen für das freiwillige soziale Jahr. Interessierte können sich jetzt bewerben und zu ihrem Wunschtermin starten. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören Familienpflege, Schulbetreuung, Jugendarbeit, Altenhilfe, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Meldungen werden unter der E-Mail-Adresse freiwillig@malteser.org entgegengenommen. Auch telefonisch unter 004930 8865 6221. Ich wiederhole. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören die Nachrichten im Radio. In der Nacht auf Freitag überfiel ein unbekannter Täter eine Kellnerin eines Salzburger Innenstadtlokals. Er trank zuvor ein paar Getränke und wartete, bis die letzten Gäste das Lokal verlassen hatten. Dann ging der Mann hinter die Theke, schlug der Kellnerin ins Gesicht und trat sie mit den Füßen. Er drohte ihr mit dem Tod, falls sie ihm nicht ihre Kellnerbrieftasche überlassen würde. Die Kellnerin gab ihm mehrere hundert Euro. Der Täter flüchtete und konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Kellnerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert und befindet sich außer Lebensgefahr.
Sie hören jetzt den Text noch einmal. In der Nacht auf Freitag überfiel ein unbekannter Täter eine Kellnerin eines Salzburger Innenstadtlokals. Er trank zuvor ein paar Getränke und wartete, bis die letzten Gäste das Lokal verlassen hatten. Dann ging der Mann hinter die Theke, schlug der Kellnerin ins Gesicht und trat sie mit den Füßen. Er drohte ihr mit dem Tod, falls sie ihm nicht ihre Kellnerbrieftasche überlassen würde. Die Kellnerin gab ihm mehrere hundert Euro. Der Täter flüchtete und konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Kellnerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert und befindet sich außer Lebensgefahr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage auf dem Flughafen. Letzter Aufruf für alle noch fehlenden Passagiere. Der Lufthansa-Flug 123 nach Frankfurt startet in wenigen Minuten. Bitte kommen Sie umgehend zum Flugsteig A09. Wir bitten die Passagiere Siebert und Johansen. Ich wiederhole, Passagiere Siebert und Johansen, gebucht mit Air Berlin 456 nach Köln. Bitte begeben Sie sich noch einmal zum Check-in-Schalter der Air Berlin. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Letzter Aufruf für alle noch fehlenden Passagiere. Der Lufthansa-Flug 123 nach Frankfurt startet in wenigen Minuten. Bitte kommen Sie umgehend zum Flugsteig A09. Wir bitten die Passagiere Siebert und Johansen. Ich wiederhole, Passagiere Siebert und Johansen, gebucht mit Air Berlin 456 nach Köln. Bitte begeben Sie sich noch einmal zum Check-in-Schalter der Air Berlin. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Herzlich willkommen bei der Tagesspiegel-Ticket-Hotline. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Leider können wir Sie zurzeit nicht mit einem unserer Service-Mitarbeiter verbinden. Unseren Bestellservice können Sie von Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 8 Uhr bis 12 Uhr in Anspruch nehmen. Theater- und Konzertkarten sind auch an der Theater- und Konzertkasse im Tagesspiegel-Shop erhältlich. Askanischer Platz 3 am Anhalter Bahnhof. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Herzlich willkommen bei der Tagesspiegel-Ticket-Hotline. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Leider können wir Sie zurzeit nicht mit einem unserer Service-Mitarbeiter verbinden. Unseren Bestellservice können Sie von Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 8 Uhr bis 12 Uhr in Anspruch nehmen. Theater- und Konzertkarten sind auch an der Theater- und Konzertkasse im Tagesspiegel-Shop erhältlich. Askanischer Platz 3 am Anhalter Bahnhof. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Kaufhaus. Heute, sehr geehrte Kunden, haben wir für die Reiselustigen unter Ihnen ganz besondere Angebote. Trolley Neo in vielen Farben und in den Größen 66 cm und 76 cm. Natürlich aus Polycarbonat. Bestens geeignet für kurze Städtetrips.
statt 129,95 € jetzt nur noch 99,95 €. Wenn Sie zu den Wanderfreunden gehören, dann entscheiden Sie sich für unseren Multifunktionsrucksack mit fast 30 Liter Volumen. In den Farben Grün, Marine und Schwarz jetzt nur 24,95 € statt 34,95 €. Für diejenigen unter Ihnen, die längere Zeit auf Reisen gehen, bietet sich die Doppeldecker-Reisetasche im XL-Format an, mit funktioneller Inneneinteilung und versenkbarem Teleskopgriff. 98 Liter Volumen für nur 69,95 € statt wie bisher 89,95 €. In 4 verschiedenen Farben erhältlich. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Heute, sehr geehrte Kunden, haben wir für die Reiselustigen unter Ihnen ganz besondere Angebote. Trolley Neo in vielen Farben und in den Größen 66 cm und 76 cm. Natürlich aus Polycarbonat. Bestens geeignet für kurze Städtetrips. Statt 129,95 € jetzt nur noch 99,95 €. Wenn Sie zu den Wanderfreunden gehören, dann entscheiden Sie sich für unseren Multifunktionsrucksack mit fast 30 Liter Volumen. In den Farben Grün, Marine und Schwarz jetzt nur 24,95 € statt 34,95 €. Für diejenigen unter Ihnen, die längere Zeit auf Reisen gehen, bietet sich die Doppeldecker-Reisetasche im XL-Format an, mit funktioneller Inneneinteilung und versenkbarem Teleskopgriff. 98 Liter Volumen für nur 69,95 € statt wie bisher 89,95 €. In 4 verschiedenen Farben erhältlich. Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Informationsveranstaltung über Ballonfahrten teil. Guten Abend, liebe Gäste. Wir freuen uns, Sie hier bei Funks Ballonfahrten begrüßen zu dürfen. Sie gehören zu den glücklichen Gewinnern einer Ballonfahrt beim Quiz des Sportmagazins Extrem und Exklusiv. Wir haben Sie zu dieser kleinen Informationsveranstaltung eingeladen, um Ihnen Nützliches und Interessantes über die Ballonfahrt mitzuteilen und Ihnen eventuelle Ängste vor einem Aufstieg in den Himmel zu nehmen. Unsere Firma wurde im Jahr 1989 gegründet und seitdem starten wir mit unseren Ballons von fast 50 Standorten in der ganzen Schweiz. Auf diese Weise kommen wir unseren Gästen entgegen, nicht wie sonst oft üblich, die Gäste dem Ballonfahrer. Unsere erfahrenen Berufspiloten haben eine langjährige und unfallfreie Flugpraxis und das seit über 20 Jahren. So, und nun zum Ablauf. Sie fragen sich vielleicht, wie Sie sich für so eine Unternehmung kleiden sollten. Stellen Sie sich einfach vor, Sie würden spazieren gehen. Wirklich wichtig ist eigentlich nur, dass Sie feste Schuhe tragen. Wir treffen uns dann also mit unseren Passagieren am vorher vereinbarten Treffpunkt
und machen den Ballonstart klar. Dann werden Sie unsere Welt aus einer neuen Perspektive erleben, indem Sie über Dörfer, Täler und Berge schweben. Maximal können wir bis 3000 Meter Höhe steigen. Was die Geschwindigkeit betrifft, so sind wir so schnell wie der Wind. Bei normalen Fahrten legt ein Ballon etwa 5 bis 30 Kilometer pro Stunde zurück. Nach der Landung wird der Ballon gemeinsam zusammengepackt. Sie bekommen eine Urkunde und werden anschließend zum Ausgangspunkt zurückgebracht. Noch ein paar Worte für diejenigen, denen schon auf einer hohen Leiter schwindlig wird. Machen Sie sich keine Sorgen, denn da man keinen Kontakt mit dem Boden hat, reagiert das Gehirn anders, als wenn man von einem Turm oder hohen Balkon auf die Erde hinunterschaut. Es tritt kein Schwindelgefühl auf. Sogar Menschen mit Höhenangst können Ballon fahren. Außerdem werden Sie so fasziniert von dem Ausblick sein, dass Sie alle Ängste vergessen. Nehmen Sie übrigens unbedingt einen Fotoapparat mit, denn nicht selten können wir auch Tiere des Waldes sehen, was Sie bestimmt entzücken wird. Vielleicht noch ein paar Worte zur Geschichte. Drei Tiere, und zwar ein Hahn, eine Ente und ein Hammel, waren die ersten Lebewesen, die sich in einem Heißluftballon in die Luft bewegten. Diesen Ballon hatten die Brüder Josef und Etienne Montgolfier gebaut. Im September 1783 stieg er vor den Augen von König Ludwig dem 16. und Königin Marie Antoinette in den Himmel. So, nun kommen wir langsam zum Ende unserer Informationsstunde. Sie haben jetzt natürlich Gelegenheit, Fragen zu stellen. Anschließend begeben Sie sich bitte ins Sekretariat, damit Sie Ihren Termin für die Ballonfahrt wählen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie stehen an einer Bushaltestelle in Wien und hören, wie sich ein Mann und eine Frau über eine Klassenreise unterhalten. Servus, Herr Brunner. Ich bin die Mutter von der Viktoria aus der Matura-Klasse. Ja, grüß Gott, Frau Riegler. Wie geht es Ihnen? Wie gut, dass ich Sie treffe. Viktoria hat mir erzählt, dass Sie angefangen haben, mit den Schülern zusammen die Klassenreise zu planen. Ganz richtig. Aber sagen Sie mal, Viktoria hat mir erzählt, dass Sie etwas in Österreich suchen. Etwas, wo man bequem mit dem Zug hinfahren kann. Oder vielleicht sogar eine Radtour? Ja, da sind wir noch am Überlegen. Die Schüler haben schon viele interessante Vorschläge gemacht. Aber Herr Brunner, die Klasse ist doch letztes Jahr nach Budapest gefahren. Und dann jetzt eine Radtour? Das ist ja noch nicht endgültig mit der Radtour. Aber das ist doch die letzte Klassenreise. Das letzte Jahr in der Schule. Und für alle sind doch Englisch und Französisch Pflicht. Da müssen Sie auf jeden Fall mit der Klasse nach Paris oder London fahren. Tja, Paris oder London wäre nicht schlecht, aber... Wir waren letztes Jahr mit der Viktoria in London. Sie war begeistert. Es gibt dort vieles, was für Jugendliche interessant ist. Nicht nur Museen und so. Ich weiß, Frau Riegler.
Aber so eine Reise ins Ausland ist ziemlich teuer. Also ich war auf meiner letzten Klassenreise in Paris. Ach, das war toll. Wir haben so viel Spaß gehabt. Alle. Auch die Mitschüler, die ich nicht so gemocht habe. Tja, und viele habe ich seit damals nie wieder gesehen. Schade eigentlich. Ich habe noch Fotos von der Klassenreise. Ich möchte, dass Victoria das auch erlebt. Ja, das möchte ich auch. Und das möchten auch die Schüler. Und warum schlagen Sie dann nicht eine Klassenreise nach Paris oder London vor? Habe ich ja. Aber die Klasse hat dagegen gestimmt. Dagegen gestimmt? Davon hat mir Victoria gar nichts erzählt. Aber warum denn? Tja, Frau Riegler, nicht alle Familien können es sich leisten, ihren Kindern eine Auslandsreise zu bezahlen. Aber Sie haben doch gesagt, dass alle wollen, dass das eine wirklich schöne Klassenreise wird. Ja, eine Klassenreise, auf der Sie alle ein letztes Mal zusammen verreisen. Aber eben alle zusammen. Nicht nur die, die es sich leisten können. Ja, das finde ich ja eigentlich ganz gut. Ich auch. Kommen Sie. Das ist jetzt unser Bus. Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Der Moderator der Radiosendung MitTalk diskutiert mit der Studentin Juliane Schulz, aktivem Mitglied der Stiftung Tafel, und Lukas Tillmann, einem Künstler der besonderen Art, zum Thema »Wie gehen wir mit dem Essen um?« Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und willkommen bei MitTalk. Heute steht die Frage im Mittelpunkt, wie wir mit dem Essen umgehen. Klingt vielleicht seltsam, aber Sie dürfen gespannt sein. Im Studio sind heute 2 Studenten, Juliane Schulz, ein aktives Mitglied der Stiftung Tafel, und Lukas Tillmann, ein Künstler der besonderen Art. Herr Tillmann, wir können leider unseren Zuhörern Ihre Kunstwerke nicht zeigen, aber ich war echt beeindruckt. Sie machen Kunst aus Essen. Und ich muss sagen, Fantasie kennt da keine Grenzen. Sowohl die Kunstwerke als auch die Namen fand ich toll. Kleine Kostprobe. Der Karo-Tiger, ein Tiger aus Karotten. Oder Au-Linguini, eine Eule aus Linguini. Und vielleicht noch Mandarinemo, der Fisch Nemo aus Mandarinen. Sogar Namen aus der griechischen Mythologie waren hier zu finden, zum Beispiel das trojanische Pferd. Wie kamen Sie auf die Idee, solche Kunstwerke zu schaffen? Alles hat mit einer Banane angefangen. Ich war in der Mensa und während ich mit meinen Freunden diskutierte, malte ich mit einem Kugelschreiber einen Haifisch darauf. So entstand eine Haibanane. Meine Tischnachbarn fanden sie toll. Das weckte mein Interesse und war der Anlass, weiterzumachen. Ich war auch gespannt, ob ich noch mehr schaffen kann. Ihr erstes Werk ist also zufällig entstanden. Ja, sowas ist keine Ausnahme, eher die Regel, würde ich sagen. Frau Schulz, wie gefallen Ihnen die Kunstwerke?
Mir stellt sich gar nicht die Frage, ob etwas, das aus Essen gemacht wurde, schön ist oder nicht. Und als Kunstwerke würde ich diese Dinge auch nicht bezeichnen. Das geht zu weit. Wir gehören sowieso zu den Privilegierten dieser Erde, die jeden Tag etwas auf dem Tisch haben. Weiß das nicht jeder? Kann man denn einfach vergessen, dass Menschen hungern? Die Forderung nach gerechter Verteilung der Nahrung muss endlich mal laut werden. Und überhaupt, lieber Lukas, hast du noch nie den Satz gehört, mit dem Essen spielt man nicht? Doch, doch, sogar schon mehrmals. Wenn ich in die Mensa gehe, möchte ich auch in erster Linie essen, denn ich bin meistens hungrig. Aber ich finde, ich mache nichts Schlimmes, wenn ich mit dem Essen bastle. Außerdem handelt es sich meistens um Reste. Aha. Ich kann andererseits auch Frau Schulz verstehen. Weltweit hungern nämlich über 900 Millionen Menschen. Jeder Sechste kämpft um sein Überleben. Frau Schulz, Sie erleben das Hungerproblem hautnah. Wie versuchen Sie zu helfen? Ich bin nur eine unter vielen freiwilligen Mitarbeitern der Tafel. Denn sogar in dem reichen Deutschland gibt es Menschen, die nichts zu essen haben. Deshalb werden jeden Tag Produkte von Supermärkten abgeholt und zu Stellen gebracht, wo sie kostenlos an arme Menschen verteilt werden. Hat man einmal gesehen, wie viele Leute auf Hilfe angewiesen sind, dann vergeht einem die Lust, das Essen als Kunstmaterial zu betrachten. Herr Tillmann, was meinen Sie dazu? Also, kritische Stimmen habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ich finde aber solche Reaktionen übertrieben, wenn nicht heuchlerisch. Warum sagt denn niemand was über das Essen, das im Müll landet? Andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich Respekt vor all den Leuten wie Juliane habe, die anderen Menschen tatkräftig helfen. Ich auch. Überhaupt hat unsere Gesellschaft den Freiwilligen viel zu verdanken. Herr Tillmann, Sie haben einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Das weggeworfene Essen Europas könnte das Hungerproblem der Welt dreifach lösen. Allein die bei uns in Deutschland weggeworfenen Lebensmittel wiegen bis zu 20 Millionen Tonnen. Frau Schulz, kommen diese Unmengen von den privaten Haushalten? Nein, nein. Leider gibt es sehr viele Produkte, die laut Vorschrift schon im Supermarkt auf den Müll müssen. Es ist nämlich nicht erlaubt, Produkte mit falscher Etikette oder kurz vor dem Ablaufdatum zu verkaufen. Das klingt zwar vernünftig, aber man darf solche Produkte auch nicht verschenken. Und das ist total absurd. Das darf doch nicht wahr sein. Was bedeutet falsche Etikette? Wenn irgendwelche Angaben darauf nicht stimmen, zum Beispiel das Herkunftsland oder so. Das ist wirklich traurig. Außerdem verliert die Welt ohne Not wertvolle Ressourcen, Wasser, Energie, Dünger und so weiter. Auch das Klima wird belastet, Verpackungsmüll bleibt unentsorgt. Das alles erscheint unverantwortlich. Genau. Aus all diesen Gründen wurde vor ungefähr einem Monat eine Protestaktion gegen die Verschwendung von Lebensmitteln organisiert. Teller statt Mülltonne hieß sie. Aus Gemüse, das eigentlich vernichtet werden sollte, wurde schmackhaftes Essen gekocht und den Passanten auf dem Marktplatz angeboten. Ich glaube, diese Aktion war alles andere als sinnlos. Sie ist ganz gut angekommen. Fast alle Medien haben darüber berichtet. Und in der Öffentlichkeit wurde heiß diskutiert. Aber zurück zum Punkt Produkte verschenken. Welche Lebensmittel bekommt letzten Endes die Tafel? Waren, die nicht schön aussehen. Sagen wir Obst mit Flecken oder wenn die Verpackung kaputt gegangen ist. Na, immerhin. Jetzt habe ich eine andere Frage. In den USA gibt es eine neue Bewegung, die sogenannten Dumpster Divers, auf Deutsch Mülltaucher. Sie leben vom Müll anderer Leute. Und zwar nicht aus Not, sondern aus Überzeugung. Und in den USA wandert noch viel mehr, nämlich 40% aller Nahrungsmittel auf dem Müll. Dumpster Divers wollen auf diese Weise gegen die Konsumgesellschaft kämpfen. Was halten Sie von dieser Bewegung, Herr Tillmann? Ich frage mich wirklich, kann man nicht anders gegen die Konsumgesellschaft protestieren? Das finde ich, ehrlich gesagt, ekelig. Und Sie, Frau Schulz? In meinen Augen sind solche Protestaktionen keine Lösung. Wenn jemand helfen möchte, soll er sich an die Tafel wenden. Da brauchen wir Helfer, jederzeit. Und da kann man sicher sein, dass die Hilfe auch wirklich ankommt. Herr Tillmann, machen Sie jetzt weiter mit Ihren Kunstwerken? Ja, sicher. Aber dieses Gespräch heute hat mich auf eine Idee gebracht. Ich werde eine Ausstellung mit den Fotos von meinen Werken machen. Das Eintrittsgeld werde ich dann der Tafel spenden. Das ist ja eine tolle Idee. Also Lukas, dann helfe ich gerne dabei. Das war's für heute, liebe Zuhörer.
Wenn wir Genaueres über die Ausstellung wissen, werden wir dies natürlich bekannt geben. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und willkommen bei MidTalk. Heute steht die Frage im Mittelpunkt, wie wir mit dem Essen umgehen. Klingt vielleicht seltsam, aber Sie dürfen gespannt sein. Im Studio sind heute zwei Studenten, Juliane Schulz, ein aktives Mitglied der Stiftung Tafel, und Lukas Tillmann, ein Künstler der besonderen Art. Herr Tillmann, wir können leider unseren Zuhörern Ihre Kunstwerke nicht zeigen, aber ich war echt beeindruckt. Sie machen Kunst aus Essen. Und ich muss sagen, Fantasie kennt da keine Grenzen. Sowohl die Kunstwerke als auch die Namen fand ich toll. Kleine Kostprobe. Der Karo-Tiger, ein Tiger aus Karotten. Oder Au Linguini, eine Eule aus Linguini. Und vielleicht noch Mandarinemo, der Fisch Nemo aus Mandarinen. Sogar Namen aus der griechischen Mythologie waren hier zu finden, zum Beispiel das trojanische Pferd. Wie kamen Sie auf die Idee, solche Kunstwerke zu schaffen? Alles hat mit einer Banane angefangen. Ich war in der Mensa und während ich mit meinen Freunden diskutierte, malte ich mit einem Kugelschreiber einen Haifisch darauf. So entstand eine Haibanane. Meine Tischnachbarn fanden sie toll. Das weckte mein Interesse und war der Anlass, weiterzumachen. Ich war auch gespannt, ob ich noch mehr schaffen kann. Ihr erstes Werk ist also zufällig entstanden. Ja, sowas ist keine Ausnahme, eher die Regel, würde ich sagen. Frau Schulz, wie gefallen Ihnen die Kunstwerke? Mir stellt sich gar nicht die Frage, ob etwas, das aus Essen gemacht wurde, schön ist oder nicht. Und als Kunstwerke würde ich diese Dinge auch nicht bezeichnen. Das geht zu weit. Wir gehören sowieso zu den Privilegierten dieser Erde, die jeden Tag etwas auf dem Tisch haben. Weiß das nicht jeder? Kann man denn einfach vergessen, dass Menschen hungern? Die Forderung nach gerechter Verteilung der Nahrung muss endlich mal laut werden. Und überhaupt, lieber Lukas, hast du noch nie den Satz gehört, mit dem Essen spielt man nicht? Doch, doch, sogar schon mehrmals. Wenn ich in die Mensa gehe, möchte ich auch in erster Linie essen, denn ich bin meistens hungrig. Aber ich finde, ich mache nichts Schlimmes, wenn ich mit dem Essen bastle. Außerdem handelt es sich meistens um Reste. Aha. Ich kann andererseits auch Frau Schulz verstehen. Weltweit hungern nämlich über 900 Millionen Menschen. Jeder Sechste kämpft um sein Überleben. Frau Schulz, Sie erleben das Hungerproblem hautnah. Wie versuchen Sie zu helfen? Ich bin nur eine unter vielen freiwilligen Mitarbeitern der Tafel. Denn sogar in dem reichen Deutschland gibt es Menschen, die nichts zu essen haben. Deshalb werden jeden Tag Produkte von Supermärkten abgeholt und zu Stellen gebracht, wo sie kostenlos an arme Menschen verteilt werden. Hat man einmal gesehen, wie viele Leute auf Hilfe angewiesen sind, dann vergeht einem die Lust, das Essen als Kunstmaterial zu betrachten. Herr Tillmann, was meinen Sie dazu? Also kritische Stimmen habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ich finde aber solche Reaktionen übertrieben, wenn nicht heuchlerisch. Warum sagt denn niemand was über das Essen, das im Müll landet? Andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich Respekt vor all den Leuten wie Juliane habe, die anderen Menschen tatkräftig helfen. Ich auch. Überhaupt hat unsere Gesellschaft den Freiwilligen viel zu verdanken. Herr Tillmann, Sie haben einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Das weggeworfene Essen Europas könnte das Hungerproblem der Welt dreifach lösen. Allein die bei uns in Deutschland weggeworfenen Lebensmittel wiegen bis zu 20 Millionen Tonnen. Frau Schulz, kommen diese Unmengen von den privaten Haushalten? Nein, nein. Leider gibt es sehr viele Produkte, die laut Vorschrift schon im Supermarkt auf den Müll müssen. Es ist nämlich nicht erlaubt, Produkte mit falscher Etikette oder kurz vor dem Ablaufdatum zu verkaufen. Das klingt zwar vernünftig, aber man darf solche Produkte auch nicht verschenken. Und das ist total absurd. Das darf doch nicht wahr sein. Was bedeutet falsche Etikette? Wenn irgendwelche Angaben darauf nicht stimmen. Zum Beispiel das Herkunftsland oder so. Das ist wirklich traurig. Außerdem verliert die Welt ohne Not wertvolle Ressourcen. Wasser, Energie, Dünger und so weiter. Auch das Klima wird belastet. Verpackungsmüll bleibt unentsorgt. Das alles erscheint unverantwortlich. Genau.
Aus all diesen Gründen wurde vor ungefähr einem Monat eine Protestaktion gegen die Verschwendung von Lebensmitteln organisiert. Teller statt Mülltonne hieß sie. Aus Gemüse, das eigentlich vernichtet werden sollte, wurde schmackhaftes Essen gekocht und den Passanten auf dem Marktplatz angeboten. Ich glaube, diese Aktion war alles andere als sinnlos. Sie ist ganz gut angekommen. Fast alle Medien haben darüber berichtet. Und in der Öffentlichkeit wurde heiß diskutiert. Aber zurück zum Punkt Produkte verschenken. Welche Lebensmittel bekommt letzten Endes die Tafel? Waren, die nicht schön aussehen. Sagen wir Obst mit Flecken oder wenn die Verpackung kaputt gegangen ist. Na, immerhin. Jetzt habe ich eine andere Frage. In den USA gibt es eine neue Bewegung, die sogenannten Dumpster Divers, auf Deutsch Mülltaucher. Sie leben vom Müll anderer Leute. Und zwar nicht aus Not, sondern aus Überzeugung. Und in den USA wandert noch viel mehr, nämlich 40% aller Nahrungsmittel auf dem Müll. Dumpster Divers wollen auf diese Weise gegen die Konsumgesellschaft kämpfen. Was halten Sie von dieser Bewegung, Herr Tillmann? Ich frage mich wirklich, kann man nicht anders gegen die Konsumgesellschaft protestieren? Das finde ich, ehrlich gesagt, ekelig. Und Sie, Frau Schulz? In meinen Augen sind solche Protestaktionen keine Lösung. Wenn jemand helfen möchte, soll er sich an die Tafel wenden. Da brauchen wir Helfer, jederzeit. Und da kann man sicher sein, dass die Hilfe auch wirklich ankommt. Herr Tillmann, machen Sie jetzt weiter mit Ihren Kunstwerken? Ja, sicher. Aber dieses Gespräch heute hat mich auf eine Idee gebracht. Ich werde eine Ausstellung mit den Fotos von meinen Werken machen. Das Eintrittsgeld werde ich dann der Tafel spenden. Das ist ja eine tolle Idee. Also Lukas, dann helfe ich gerne dabei. Das war's für heute, liebe Zuhörer. Wenn wir genaueres über die Ausstellung wissen, werden wir dies natürlich bekannt geben.